Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video. Wir haben Freitag. Freitag ist kleine Holzwerkstatt-Time. Da gibt's ein neues Video. Und wir bauen heute ein Regal, ein Quick and Dirty Regal für die Schleifscheiben, die ich habe. Und ja, wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, auf, los geht's. Ja, es war mal wieder Zeit, neue Schleifscheiben zu bestellen. Die alten sind ausgegangen oder wurden aufgebraucht. Und ich habe diese Schleifscheiben bisher aufbewahrt in dieser roten Box. Die Herstellung dieser roten Box verlinke ich dir mal oben im Video. Und da waren die Schleifscheiben immer hier drin. Und das ist natürlich nicht optimal, weil wenn du die anpackst, dann gehen die anderen mit. Und dann sind es drei unterschiedliche Größen. Und so habe ich zwei Schubladen hier belegt. Und das möchte ich jetzt ändern, weil das ist nicht dafür vorgesehen. Das ist eigentlich hier für Sägeblätter vorgesehen. Dafür war diese Box. Langsam bekomme ich auch immer mehr Sägeblätter in die Werkstatt. Insofern brauche ich den Platz. Und jetzt gibt es ein neues Regal. So, das Ganze für den Mirka-Schleifer. Da gibt es zwei Größen. Da gibt es einmal eine Packungsgröße mit 25 und einmal eine Packungsgröße mit, was haben wir hier drin, mit 50. Und die berücksichtigen wir entsprechend und machen ein Quick and Dirty Projekt. Das geht euch mit Sicherheit auch so. Ihr habt mit Sicherheit auch Abschnitte von irgendwelchen Plattenmaterialien oder überhaupt Hölzern, die ihr abschneidet. Das sind Teile. Tja, was mache ich damit? Ja, was kann man damit machen? Und ich versuche heute mal diese Teile alle zu verwenden. Alles Abfallstücke in Anführungszeichen. Hier, das sammelt sich langsam und wo sich etwas sammelt, da muss es auch irgendwann mal wieder weg bzw. aufgebraucht werden. Zum Verbrennen ist es zu schade und deswegen verwenden wir die mal heute. Auch hier werden wir uns heute bedienen. Ich habe nämlich so eine Schublade mit allen Abschnitten noch drin, die irgendwo mal abgeschnitten worden sind. Das ist einmal hier Eichenholz vom Bau eines Schranks. Da sind aber auch Teile dabei, hier Multiplexplatten und alles Mögliche bis hin zu Blech und ein bisschen Plexiglas. Ja, und das verwenden wir heute alles mal und machen daraus ein Regal. Dazu holen wir uns mal die Teile zusammen. So, hier seht ihr die Teile, die ich gefunden habe. Das sind alles Abschnitte aus irgendwelchen Projekten. Hier habe ich sogar noch eine Gärung dran. Die werde ich jetzt sicherlich nicht brauchen. Aber das sind alles Abschnitte, die aus irgendwelchen Projekten herstammen. Und ja, jetzt messen wir einfach mal aus, wie groß diese Kisten sind. Die hier ist 6,5 hoch, 16 auf 16. Die werden auch 16 sein, jawohl. Und haben welche Höhe? Die haben 10 cm. So, die sollen alle übereinander stehen. Ja, also es soll alles irgendwie so ein bisschen übereinander sein, denn ich zeige euch mal den Platz, wo es hin soll. Nämlich hier. Hier soll es links hängen, neben dem Regal oder beziehungsweise neben dem Kasten soll es hängen, über der Säge. Und ja, da habe ich einen schmalen Platz, den ich sonst so nicht brauche. So, wir schneiden uns die Teile zurecht. Los geht's. So, die Sachen sind zurechtgeschnitten. Ihr seht, wir haben zwei Seitenwände, wir haben eine Rückwand und wir haben 8 Fachböden, weil es 7 Fächer geben soll. Mit Deckel und Boden ergibt es 8. Ja, und die leimen wir jetzt einfach mal zusammen oder schrauben sie zusammen. Und ja, dann sind wir eigentlich schon fast auf der Zielgerade. Und weil der Mirka-Schleifer gelb ist, werden wir es auch noch lackieren.
seht, ich habe es jetzt trotz alledem verleimt. Ich habe es nicht verschraubt. Das liegt einfach daran, dass ich lieber Leim verwende als Schrauben. Ich meine, wenn wir mit Holz arbeiten und eine Verleimung ist möglich, dann sollten wir es auch verleimen. Weniger verschrauben. Ich versuche also wirklich die Schrauben da wegzulassen bei allen Dingen, die ich so mache, sondern versuche es zu verleimen, weil es einfach, ja, einfach eher zum Holz in Anführungszeichen auch passt. Ja, jetzt warten wir, bis es trocken ist. Dann schleifen wir es nochmal am Korpus und dann lackieren wir es. So, ihr habt gesehen, es ist hinten vorne jetzt auch lackiert. Ich habe es schwarz lackiert, passend zu Mirka. Ja, und jetzt lassen wir das trocknen und dann montieren wir hinten die French Klickleiste noch dran und dann ist es eigentlich durch und dann können wir es aufhängen und einräumen. So, das Regal ist eingeräumt, das hängt an der Wand, ihr seht es. Und es nimmt diese ganzen Schleifteller oder beziehungsweise Schleifteile auf. Ja, ich finde einfach, es spart unheimlich viel Platz in einer kleinen Werkstatt. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist nicht den Bau eines Regals wie dieses hier. Denn das ist eigentlich mit relativ einfachen Mitteln zu bauen. Das glaube ich, kriegt jeder hin. Was ich eigentlich euch sagen wollte, ist, hängt die Dinge wirklich an die Wand. Wenn ihr eine French-Klietwand habt, und ich bin ja komplett rundrum ausgestattet mit French-Klietleisten, dann hängt euch die Dinge an die Wand, denn sie sparen unheimlich viel Platz und sie geben euch im Grunde genommen Platz frei in den Schubladen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut mal in eure Schubladen, wie es bei euch teilweise aussieht. Bei mir sieht es chaotisch aus. Ich zeige euch mal eine Schublade. Und wenn ihr diese Schublade als solches an die Wand hängt, dann habt ihr unheimlich viel Platz. Platz, den ihr für eure kleinen Maschinen, für eure Handmaschinen verwenden könnt, die ihr für Kleinteile verwenden könnt. Ihr könnt die Schubladen einteilen in unterschiedliche Ebenen und. All diese Dinge sind möglich. Und hier an der Wand stört es wirklich keinen. Und da ist unheimlich viel Platz. Oftmals wird in den Werkstätten zu viel freie Wand gelassen. Und das ist aber in kleinen Werkstätten notwendig, dass man diese Themen oder diesen Platz einfach mit ausnutzt. Und naja, das ist eine Idee dazu. Wenn dir die Idee gefallen hat, wenn dir der Bau dieses Regals gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, Servus.